Es ist wieder soweit. Es ist wieder soweit. Wenn ihr mein Gesicht seht, heißt es, es wird sehr unangenehm für Revi. Wir haben heute was geplant. Wir machen uns einen entspannten Freundschaftstag. Fahren ein bisschen durch die Stadt. Ganz unauffällig. Jetzt ohne Cabrio. Jetzt nicht irgendwie auffällig, dass man Leute anschreit oder sowas. Tobi, genau das war das Konzept. Genau das ist das Konzept. Das Ganze ist natürlich inspiriert von Late Night Berlin. Ich fand das damals so krass und lustig. Klaas ist eine Legende, oder Julius? Ja. Ich hoffe, Klaas sieht das Video, oder? Klaas, Grüße. Es ist ein krankes Video gewesen, wir wollten es unbedingt nachmachen und die Reaktionen waren krasser, als wir gedacht haben. Man kann ja wissen, dass wir das schon gedreht haben. Ja, ja. Man sieht ja eh, dass es nicht heute ist. Ja, genau. Die Reaktion war wirklich krasser, als wir gedacht haben und es ist wirklich insane, wie viele Leute und teilweise auch sehr böse Reaktionen da waren. Schau euch das Video ganz an und ich gehe jetzt wieder. Was für ein Joko und Klaas steht, erwarten mich jetzt schon wieder. Digga, ich fahre jetzt rückwärts in die Halle rein. Bro, wirklich. Die Spiegel sind katastrophal eingestellt. Und ich weiß schon wieder, dass es für mich einfach ein absolut beschissenes Erlebnis werden wird. Ja, richtig. Ja. Guck mal, ich mal vor, hier stehen einfach Leute und gucken und finden Haupt auf. Oh, hast du gehört? Was? Die Eisenbahn ist da. Was ist da? Muss ich eine Jacke mitnehmen? Ja. Freundschaftstag. Ja, ein normaler Freundschaftstag. Ah, das ist doch schön. Freundschaftstag. Ey, ich bin einfach dankbar, dich als Freund zu haben. Digga, ich werde mich jetzt schon wieder aufregen. Was ist hinter diesem beschissenen Vorhang? Wir fahren halt einfach durch die Stadt und machen uns einen entspannten Freundschaftstag. Digga, f*** dich, Alter. Du hast ja sogar einen Pfeil, mit dem du ein bisschen auf dich aufregst. Jetzt will uns jemand erkennen, Sebastian. Wir sind ja nur Freunde und sind privat unterwegs. Also kannst du auch die Leute mal hier grüßen. Wir haben eine GoPro auch hier drin. Digga, diese... Boah, wie gesagt... Was ist das hier? Guck mal, Sebastian, so werde ich mit dem Pfeil auf dich zeigen. Niemand in Köln kennt mich. Guck mal, Revi sitzt hier drin. So, Achtung, Revi verlässt den Hof. Digga, tut mich wirklich. Moin, Jungs. Oh, ey, Jungs, ihr könnt nicht meinen Freund Revi ausbremsen. Also, das können wir jetzt nicht machen. Guck mal, die wissen halt nicht, wer ich bin. Oh, da schreien Leute. Oh, jetzt sind wir an der ersten S-Bahn-Haltestelle. Ich guck einfach niemanden an. Ich guck einfach schnell nach vorne. Das ist Revi, mein Freund. Ey, das ist Revi, Jungs. Ey, ihr seid im Video. Guck mal. Super. Danke. Tobi, bitte können wir zurückfahren. Ich will sterben, das funktioniert. Er ist echt unangenehm an der roten Ampel hier gerade. Ne? Hier ist mein Freund, ein guter Kollege. Achtung, wenn ich ein bisschen... Oh, da sind wieder Jungs. Ey, Jungs, hier ist Revi. Bro. Ey, Revi ist hier. Guck mal, guck mal. Junge, es funktioniert jetzt schon besser, als ich gedacht habe. Ich krieg Depressionen. Das ist dein Lied, oder? Fahr weiter. Geil, Jause! Der Revi! Ja, fahr's mal vor. Der Revi! Super, Revi! Ja, kennt ihr den? Ja. Yeah. Digga, es waren schon 6-7 Leute und das hat mich jetzt schon befriedigt, Revi. Ah, es geht, Uli. So, hier kommt gleich die erste Schule. Ich weiß es nicht, inwiefern da noch Kinder rauskommen. Ey, Jungs, hier ist Revi! Hier ist Revi im Auto! Oh, jetzt. Revi ist hier! Ey, Revi! Digga, Bro, wirklich, f*** dich ins Knie, Alter. Bro, ich schwöre, das ist unangenehmer als jede Hochzeit, wo so 20 Leute die Ringe komplett absperren, Hochzeit feiern und mit Schreckschuss in die Luft. Ah, ey, gute Idee. Auf keinen, nein, und nein, weißt nein, du, was nein, die nein, beste nein, Idee nein, ist? Nein, 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 Hochzeit ist ein gutes Stichwort. Warum lässt du die alle durch, Mann? Muss ich kurz anhalten. Was hat der für ein V8 in seinem Auto? Wieso? Ich hol kurz was. Wäre hier nicht irgendwo eine Kamera, um das irgendwie zu rechtfertigen, Alter, würde ich wirklich, ich würde dumm werden. Ich würde einfach dumm werden, Alter. Kann Tobi? Revi, ich komm gleich. Der Revi? Ja. Ja, ja. Was hast du jetzt gemacht? Oh, hier sind viele Leute, ne? Ja. Ist mein Freund, aber es ist ein ganz entspannter, ist ein ruhiger. Kannst du bitte weiterfahren, Alter? Euch guten Tag noch, schönen Tag. Guck mal, die Formel, die googeln mich. Revi Instagram auf Instagram. Hat die Finger gezeigt, wer? Hat der echt? Ja, was auch? Wer? Ich will jetzt gerade, wo wir so eine kleine Skifahrt haben in unserer Freundschaft, einfach ein bisschen Musik hören. 200-300%ig mindestens. Gewitter in Köln, Farben sein blau. Gewitter in Köln, Farben sein blau. Oh, mit der Bahn synchron. Hey, Jungs, oh, die gucken alle. Es funktioniert halt. Ah, die zeigen Daumen nach oben, doch. Es funktioniert. Fuck. Das ist Revi. Mein Kollege. Ja, hallo. Das interessiert den, glaube ich, überhaupt nicht. Ey, hier ist Revi. Oh ja, da sind sie. Da ist Hotspot. Ey, Jungs, hier ist Revi. Guck mal. Ja. Oh.
sehr gut funktioniert. Tobi, bitte, Digga. Du dummer B***er, du dummer B***er, du dreckiger B***er. Fahr einfach. Fahr, setz zurück. Oh, da kommt eine Welle. Ey, Jungs! Jungs, kennt ihr Revi? Ey, wollt ihr ein Bild? Ja, ja. Mach mal ein Foto. Ein guter Kollege von mir. Hi. Wir sind gerade privat unterwegs. So geil. Das geht. Dankeschön. Ja, gut. Wir sind privat unterwegs. Hau rein, Bro. Oh, das hat mich wieder so befriedigt, dass mein bester Freund so viel erreicht hat. Oh, die kennen dich nicht, ne? Die gucken immer noch. Oh, Bro. Ich glaube, du musst bei mir auf eine Berufsschule für die Leute, die so ein soziales Jahr machen. Oder hierhin. Es geht. Oh, guck mal, das sind so viele, Julius. Ey, Jungs, kennt ihr Revi? Ja. Kennt ihr Revi? Ja. Das ist mein Kollege. Wollt ihr Bild? Nein, nicht wirklich. Fahr okay. Weiter. Oh mein Gott. Ich will dich mehr. Dicker, oh mein Gott. Das muss doch nicht sein, Bro. Ich muss doch hier kurz halten. Nein, musst du nicht. Ich komme sofort wieder. Bro, tut mir. Schauen die hier rüber? Nein. Ey, kennt ihr Revi, den YouTuber? Ja. Guck mal, der sitzt da im Auto. Ja, ja, der steht da. Die grüßt den, macht alles. Ja, bin ich. Was geht? Natürlich, gerne doch. Immer gern Fotos. Was geht, Jungs? Hi. Fotos machen wir immer. Perfekt mit dem Pfeil noch drauf. Digga, dieser Pfeil. Nee, ich bin leider nicht Mo. Ich bin Tobi, aber pass auf. Warum? Ciao, mach's gut, Jungs, ciao. Können wir weiterfahren? Willst du jetzt nochmal sagen, dass der Plan nicht aufgegangen ist? Da steht Abendgymnasium. Ja, und daneben ist noch eine Schule. Das ist halt Abendgymnasium. Oh, ich frag den Jungen jetzt. Ey, kennst du Revi? Willst du ein Bild? Warte, ich park kurz. Es geht. Hi, was geht? Hey, weißt du noch, wer ich bin? Nein. Du hier im Bamfrühl. Ah, du warst da? Ja. Haben wir getanzt? Nein. Hatten wir eine Menge Spaß? Nein. Oh, schade. Du hast ein Bier angeboten. Was habe ich dir? Du hast ein Bier angeboten? Ich mache das vollkommen freiwillig gerade hier. Wollen wir ein Foto machen? Können wir machen. Perfekt, gerne. Können wir machen. Du hast ihn gefragt, wer ein Foto will. Hey, du bist... Wir haben einfach einen entspannten Tag als Freunde. Wir haben einen entspannten Tag gerade. Als Freunde. Ja. Ich möchte gerade nicht erkannt als werden. Freunde. Ja. Als Freunde. Nicht erkannt werden. Genau. Deswegen sieht das Auto auch so aus, oder? Genau. Hey, ich wünsche dir alles Gute, Mann. Du hast das beste Bild der Welt. Wir sehen uns in der BAM School. Ja. Ich habe dir Bier angeboten. Sebastian, ich bin so enttäuscht von dir. Guck mal, jetzt haben wir auch noch jemanden getroffen, den du kennst, Sebastian. Ja. Ich wünsche dir einen schönen Tag, ne? Ich wünsche dir den besten Tag. Ich wünsche dir den allerbesten Tag, mein Jutzer. Allerbesten Nachmittag. Fünf Nein, der ist 11. Können wir aber schnell zurück in die Halle fahren, bitte? Ja. Weißt du, was viel schlimmer ist, glaube ich? Was denn? Wenn man wife ist oder so. Man sitzt hier drin und wirklich niemand. Ja, das ist wirklich peinlich. Das hätte ich auch nicht gemacht. Ja. Also hat es dein Selbstbewusstsein auch ein bisschen gepusht? Nein. Hat das gecrashed? Kaputt gemacht. Oh, okay. Ja, sag ruhig, wie Erfahrungen. Es war absolut beschissen. Okay.